Soeben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit! Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen. Ja, und damit geht es weiter mit dem Bussimulator. So, was haben wir denn heute aus dem Kader? Also eine weitere Erstellungsstrecke mit 7 Haltestellen. Der Schubergrund, Siegwalden-Lido, also Schubergrund brauchen wir auf jeden Fall. Warte mal. Und Speichen, 2 Haltestellen. So, also. Siegwalden, Lido brauchen wir auf jeden Fall. Einmal. Ja, den sollst du mir auf jeden Fall daneben. So, was brauchen wir als nächstes? Schubwalden, ne? War das... Wäre das jetzt so? 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 Fünf. Wäre das jetzt so die richtige Strecke? Moment. Eine 7 brauchen wir noch. So. Okay, speichern. Wäre das jetzt so richtig? Runter. Supergrund. Siegwald Lido und speichern das Business Park. Strecke bearbeiten. Warte mal. So, wäre das jetzt richtig? Erstelle darunter Schubergrund, mindestens 2 Haltestelle, Siegfaden, Lido, 1 Haltestelle. Müsste eigentlich richtig sein. Fahren wir es einfach mal. Dann fahren wir es einfach mal. Schauen wir mal. So. Hallo? Eine Fahrkarte bitte. Ja, eine Fahrkarte kriegst du. Einzel, Standard, eine. Danke. Bitte. Ich hasse die Werbepause mit der Leidenschaft. Flusspromenade, okay. Flusspromenade. Ja, halten wir das. Ich hoffe, dass das reicht für die Strecke.
Genau, erstmal alles aussteigen lassen. Eine Fahrkarte bitte. Kriegst du? Einzel. Einzel. Student. Und du kriegst 18,20. Danke. Jo. Ich brauche eine Fahrkarte. Du auch noch. Einzel, Standard, ja. Danke. Jo, bitte. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. So, fahren wir mal raus. Arbeitergasse ist hier links. Ich hatte diese quasi ein bisschen gegenüber. Ich hatte nie gedacht, dass Hans und Christine verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total gewundert. Oh, ich bin schon ein bisschen weit vorne. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Ich stehe viel zu weit vorne. Ah, hier. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? So. Gut, das ist ein Einmalschuss, das ist egal. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Boah, das hat mich total umgehauen. Ja, komisch, ich wusste schon. Dieses ganze Zwischengespräch. Alter, aufpassen. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Stille zu überbrücken. Habe ich auch ein paar Leute dabei. Na komm. Okay, der will ja uns durchlassen. Ja, das ist nicht mein Problem. So, die nächste Straße rechts, das ist die nächste Haltestelle. Na komm. So, daneben hinten ist die nächste Haltestelle. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren wird. Ich brauche eine Fahrkarte. Die sollst du mal bekommen. Einzel, Standard. Weiter mit. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Standard, auch eine. Danke. Du bezahlst sogar passt, das ist sehr gut.
Vitalis ist raus. Das Gute, das ist die Ampel ist grün. Davon ist ja die nächste Haltestelle. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Danke, dass du mich rüber. Wie ihr eigentlich alle auch. Falsche Taste gedrückt. Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Perfektion. Hm. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Mhm. Woche. Standard 1. Das ist praktisch. Du kriegst du zwei zurück. Danke. Okay. Die nächste Haltestelle ist. Das ist jetzt ein ganz schönes Stück da hinten hin. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Na, danke für die Informationen. Gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Wir dürfen einfach drüber fahren, dann haben wir ja Vorfahrt. Jetzt soll ich ja nicht, jetzt müssen wir aufpassen. Da kommt nichts, dann heißt hier ab nach rechts abbiegen. Jetzt muss ich, glaube ich, da hinten links über die Brücke. Also jetzt nicht über die Eisenbahnbrücke, sondern über die nächste Autobahnbrücke. So, wenn der sich jetzt noch ein bisschen weiter, kann man mich auch noch mit durchhuschen. Ja, aber ja. So, der Feuerwehrsimulator wird momentan eher nicht kommen. Wird ja momentan beim Bussimulator bleiben. Unter der Zeit. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Danke. Jo. Ah, stimmt.
Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Klar. Ich meine, das spricht sich ja, glaube ich, auch noch rum. Verschlagloch. Ist das so negativ heute? Also einfach so negativ. So, Mediaset Astra müsste ja die eigentliche letzte Haltestelle sein, oder? Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Es war so ein schöner Tag im Schwimmbad. So, da fahren wir uns. Das dürfte eigentlich fast die Zeitstelle sein. Dann bekommen wir ja das östliche Gebiet sogar. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Eine Fahrkarte, bitte. So. Danke. Lass mich jetzt durch, oder was? Nee, lass mich nicht durch, okay. Dankeschön fürs Rauslassen. Hätte da nicht bleiben sollen. Augenblick. Da. Hier, bitte. Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Oh, Entschuldigung. So, damit noch ein bisschen Ruhe ist. Bitte versuch mich in der Stadt zu beholen, Kollege. So. Na komm. Tschüss. Ciao, ciao. Achso. Ich brauche eine Fahrkarte. Du möchtest eine Fahrkarte, du kriegst natürlich auch eine Fahrkarte. An diesem Tag. Danke.
So, möchte er anschauen? Nö, möchte nicht. Okay. Drecksack. Na, ich wusste nicht, ob der jetzt durchfährt oder so. Oh, ja. Der eine muss ja, hier steht ja eh alles, deswegen. Na komm. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. So, da hinten ist die nächste Haltestelle. Ich habe eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Das nenne ich die perfekte Position. Wiedersehen. Also, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Woche. Student und sogar drei. Danke. So. Ja, der neue Bus da vorne, der kommt momentan nicht aus dem Knick. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier wieder zurück? Ich stecke eben viel mehr Liebe drin als im Feuerwehrsimulator. So, alle aussteigen. Tschüss. Tata. Oh, keiner, der mal Müll rumliegen ist. Das habe ich auch das erste Mal, das überhaupt. Und ich reckere, wo kein Müll da liegt. So, sind wir zurück zum Busdepot. Dann sind wir durch heute. Dann hoffe ich, dass es gereicht hat. Und dann dürfen wir, wenn alles gut läuft, direkt im ersten, das erste Mal im neuen Gebiet fahren. Und ja, ich weiß, dass da eine durchgezogene Linie war. So, die brauchen wir ja nicht mitzunehmen. Na, wir setzen den Bus jetzt ins Depot. So, Motor aus.
Perfekte Fahrt fast. Gut, aber. Gut, gut. So, haben wir jetzt irgendwie alles abgearbeitet oder wie sieht das aus? Nö, dann gebe ich nicht, okay? Was ist mit 7 Haltestellen? Darunter Schobergrund, Lido. Blabla. Okay, verbinde die hervorgehoben. Ah, okay. Wir müssen erst die. Okay, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Also die. Die. Und. Hä? So, die. So, müssen wir da jetzt irgendwie hoch oder was? Wie das oder was? Verbinde die vorgehobenen Dings her. Okay. Gut. Dann speichern wir die und dann fahren wir die als nächstes in der nächsten Folge.